Frage, ob es dann das Fernglas zu verwenden. Oh, ho, ho, jetzt haben wir das auch. Sehr schön. Tragen, Alarm einstellen, Whiskyglas, tragen. Kann man alles nur tragen, aber nicht benutzen. So. Korvatunnel, der kaiserliche Schutzherr unserer Zeit, Teil 2. Da muss hier doch irgendwo auch ein Teil 1 sein, oder? Tresor. Was haben wir denn hier drin? Reserven helfen nicht gegen die Leila. Selbst wenn ich alles hier herausschaffen könnte. Hm, oh, hier ist ja noch ein Tresor. Aber nichts, was wir mitnehmen können. Schade. So. Was haben wir denn hier? Ah, hier ist der erste Teil. Corvus' Eltern waren schon älter, als er geboren wurde, und sein Vater starb bei Baumfellarbeiten außerhalb der Stadt, als Corvus noch jung war. Zu dieser Zeit ging seine ältere Schwester nach Morley und die Familie verlor sie aus den Augen. Mit nur 16 Jahren versetzte Corvus die Einwohner Karnakas in Erstaunen, als er das alljährliche Klingenverbänner gewann. Die Zuschauer aus ganz Serkonos waren begeistert, einen so jungen und talentierten Kämpfer zu sehen, der aus einer einfachen Arbeiterfamilie stammte und einen Kampf nach dem anderen für sich entschied, bis er schließlich den Hauptpreis gewann. Dieses unerwartete Ereignis verschaffte Corvus einen Platz als Unteroffizier in der Serkonischen Garde. Als Soldat nahm er an zahlreichen Schlägen gegen organisierte Verbrecherbanden, unrechtmäßige Stadtstaaten in Serkonos und Piratenbanden auf der Inselkette im Osten von Serkonos teil. Nachdem er vom Herzog von Serkonos, damals noch Theodanes Abel, der Vater von Luca Abel, im Alter von 18 Jahren fortgeschickt wurde, sollte Corvus dem Kaiser dann wohl als diplomatisches Geschenk zu Diensten sein. Sein serkonisches Erbe machte ihn dann wohl jedoch zu einem Außenseiter und die Hauptstadt muss auf ihn exotisch und wie voller alter Geheimnisse gewirkt haben. Ein paar Monate nachdem er dann wohl angekommen war, erhielt Corvus die Nachricht, dass seine Mutter wenige Wochen nach seiner Abreise aus Karnaca der Tod ereilt hatte. Ach, der Arme. Was ist das denn für eine Zeichnung? Das hat Emily gemalt? Das Bild gefällt mir aber nicht. Das Bild gefällt mir überhaupt nicht. Noch einmal mit meiner Mutter reden. Ja, das wäre natürlich schön. Aber es ist doch gut, dass unsere Mutter an uns glaubt. Das verschafft einem auf jeden Fall neue Kraft. So, bevor wir den Ort verlassen, will ich auf jeden Fall noch den zweiten Teil lesen. Als Akt der Rebellion wählte die junge Jessamine Cold und Corvus zu ihrem kaiserlichen Schutzherrn, als Corvus 19 und sie 12 Jahre alt war. Ach, 7 Jahre Unterschied! Warte, war sie da schon Kaiserin? Weiß ich nicht. Er diente ihr treu als Leibwächter, Bote und einige behaupten sogar als Spion, vor und nach ihrer Krönung zur Kaiserin. Okay, also auch bevor. Okay, gut. Obwohl es sich damals um ein skandalöses Gerücht handelte, hieß es, dass sich um 1823 herum eine Liebesaffäre zwischen den beiden entwickelte, als Jessamine 18 und Corvus 25 waren. Das nächste Kapitel aus Athenas Leben gleicht Team einer Legende. Während der Seuche, als die Kaiserin fiel, wurde Corvus des Herrschermordes bezichtigt und zum Tod durch Hinrichtung verurteilt. Er kam ins Gefängnis von Caldwich und wurde öffentlich verunglimpft. Er konnte fliehen und als Teil einer kleinen Verschwörung, die den tyrannischen Nordregenten schützen wollte,
rächte sich Corvo an den Personen, die die Kaiserin ermordet und ihm Unrecht getan hatten. Als er Lord Regent fiel, wendete sich die Verschwörung der Kaisertron gegen Corvo und er wurde vergiftet. Durch seine innere Widerstandskraft überlebte er, spürte den wahren Mörder der Kaiserin auf und kämpfte sich aus dem überschwemmten Bezirk heraus. Corvo gelang schließlich den letzten der Kaisertreuen auf Kingsborough Island in Burrows Leuchtturm aufzuspüren und die Thronerbin Ellie Coldwyn zu retten. Die Liebesaffäre zwischen Corvo Atano und der Kaiserin Jessamine Coldwyn war ein schlecht gehütetes Geheimnis am Hof, deshalb wird weiterhin angenommen, dass Ellie Coldwyn deren Tochter ist. Nach der Zwischenherrschaft wachte Corvo über Emily, als sie die Herrschaft über das Inselreich übernahm. Ja, das war die Geschichte aus dem ersten Teil, die wir natürlich schon kennen. So, aber jetzt können wir auf die Straßen von Dunwall gehen. Ich mag übrigens die Schrift total gerne. Ich finde die echt schön, die sie da verwendet haben. Ein langer Tag in Dunwall. Delilah und Herzog Luca Abiel haben den Tower erobert. In Dunwall ist es für dich nicht mehr sicher. Fliehe aus der Stadt, indem du dich mit einem Schiffskapitän im Hafen triffst. Ja, dann machen wir das mal. Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Wie viele gibt es denn hier? Kapitel 12, das Geschäft mit den Walen. Im Jahre 1631 gab Kaiser Finlay Morgengard den Bau der ersten Schiffe im Auftrag, die ausschließlich für die Jagd auf Wale und deren anschließende Verarbeitung ausgelegt waren. Dabei handelte es sich um Segelschiffe, die der Laune des Windes ausgesetzt waren. Obgleich diese Walfänger nach heutigen Maßstäben von geringer Größe waren, legte Morgengards Flotte den Grundstein für das wichtige Walgeschäft, wie wir es heute kennen. Moderne Walfangschiffe sind um einiges größer und nutzen Dampfkraft, um das Meer nach Walen abzusuchen. Wussten Sie, dass diese Tiere vollständig verwertet werden? Neben Dosenfleisch und Walöl gibt es einen florierenden Handel mit Walknochen. Barten werden für Dacharbeiten verwendet, Walhaut wird als Rohmaterial für Kleidung genutzt, Blasen werden zu Weinflaschen umfunktioniert. Selbst die Eingeweide werden verwertet, um daraus grauen Einbart zu gewinnen, der in vielen Medikamenten und Parfüm zum Einsatz kommt. Handgeschriebene Notiz am Ende des Kapitels. Emily. Die Hälfte von Morgengards Walfängern kam an der rauen Küste Morleys ums Leben. Du kannst heute noch die Wracks aus dem Wasserwagen sehen, falls du irgendwann mal nach Arran kommen solltest. Außerdem steht hier nirgendetwas davon, dass Sokolov persönlich die ersten dampfgetriebenen Walfangfische gebaut hat. Er wird dir alles darüber erzählen, wenn du ihn darauf ansprichst, und du kannst ihm glauben. Was würde meine alte Gouvernante sagen? Wahrscheinlich, dass ich gerade sitzen und Wyman heiraten solle. Sie würde mich fragen, wann der Krieg der vier Kronen endete. 1625. Gibt es hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann würde ich einfach... Oh, Münze. Und... Oh, Plupslo. Ja, dann würde ich einfach mal sagen... Erstmal spielen. Was gibt es hier? Hier gibt es anscheinend nichts. So. Ich muss schleunigst raus aus Dunwall. Oh ja, das müssen wir. So, wir müssen zu den Straßen. Da hinten müssen wir lang. Aus mittlerer Höhe können wir runterfallen, ohne Schaden zu nehmen. Was ist denn bei denen mittlere Höhe? Ist das bei denen mittlere Höhe? Ich vermute es jetzt einfach mal. So. Zack. Und zack. Ist es aneinander? Zack und zack. Was kann ich nur tun, um Vater zu helfen? Wer muss ich selbst werden? Ich schätze mal, du musst werden wie dein Vater. Damit du ihm irgendwie helfen kannst. Ach, da ist einer. Ich wollte schon sagen, ist ja komisch, dass sich hier niemand lang bewegt. Können wir da nicht eigentlich weiter oben lang? Hier wimmelt es von Männern des Herzogs. Wie ging das noch gleich? Lass dich von oben auf einen Gegner fallen, um keinen Schaden zu leiden. Drücke kurz vor der Landung die linke Maustaste, um einen Falkangriff zu tun, oder ist sie, um deinen Gegner zu bewältigen und nur bewusstlos zu schlagen.
Ja, also ich würde es gerne mal versuchen, so wenig Leute wie möglich zu töten, weil das ja, glaube ich, schon einen relativ schlechten Effekt auf uns haben könnte. Aber ich wäre trotzdem dagegen, wenn er sich mal fortbewegen könnte. Ja, und dann macht er es auch schon. Und bewusstlos. Treuloser Hund. Aber sowas von. Das kannst du laut sagen, Emily. Das kannst du laut sagen. So, stellst du mir die Frage, wo wir den Typen hier hinstellen können? Oder ob wir ihn einfach liegen lassen? Aber ich schätze mal, wir können ihn einfach liegen lassen. Erreiche das Schiff. Das Schiff ist da. Ich muss ein Schiff finden. Okay, das steht alles unter Strom, das Maria, heißt. Schlechte Nachricht. Ramsey ist weg. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Emily Caldwin ist offenbar geflohen. Wir müssen sie finden. Das war's, das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos, so oder so. Es gibt keinen Weg zurück. Dann steht eben zu diesem verdammten Herzog. Ihr könnt mich alle mal. Oh, Luft ist heute schwer. Lässt einen kaum atmen. So. Ich würde es ehrlich gesagt cool finden, mit der Bahn dahin zu düsen, aber ich habe leider keine Ahnung, wie ich das machen soll. Soll ich jetzt nicht für Birnensaft geben? Ach, jetzt, wieso reden nicht alle von Birnensaft? Wegen schwerer Verbrechen gegen den Staat angeklagt. Jeder, der ihr Schutz gewährt, macht sich ebenso des Verrats schuldig. Ist bald Waschtag? Ist das deren Ernst? Ertrag meinen Gestank selbst nicht mehr. Ich muss es nicht wegmachen. Ja, kannst dich doch freuen. Oh, wir sind beladen. Bereit machen. Seien Sie auf Ihrem Posten, sobald der Herzog und unsere neue Kaiserin erschienen sind. Dann wird alles sehr schnell gehen. Ledigen Sie Ihre Aufgaben und Sie werden auch belohnt. Oder wenden Sie sich jetzt gegen mich und ich bitte den Herzog, sein Attentat zu Ihren lieben Eltern zu schicken. Der Kronmeuchler ist der Letzte, den Sie am Esstisch haben wollen. Mortimer Ramsay, was? Ist Ramsay für den Kron... Für den Dingens-Typen verantwortlich? Für den Kronmeuchler? Ziemlich trocken. Könnte wirklich ein Whisky oder so vertragen. Oder auch irgendwas Billiges. Ich glaube, der Typ kommt. Ja. Das hätte böse enden können. Oh, ich vermisse jetzt schon diese tolle Sicht, mit der wir die Gegner orten können und wissen, wo die sind. Das fehlt mir gerade echt. Ach, laber doch keinen Käse, ist alles easy peasy. Boah, das gefällt mir ja überhaupt nicht. Kommen wir da wieder hoch? Ich glaube eher nicht so. Okay, gut, dann müssen wir es irgendwie so hinkriegen.
Okay, da kommt der Typ. Ja, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müsste gleich der Typ da wieder hochkommen. Ich brauche eine zweite Uniform. Also, mal sehen. Was war's? Ich helfe dir beim Suchen. Ich hätte genau jemanden gesehen. Sehen wir uns lieber um. Alles absuchen. Nichts hier. Augen offen halten. Nichts. Schon was gefunden? Kein Glück. Oh boy. Los auf, klar, Jungs? Nichts. Verflucht. Ich würde jetzt zu gern wissen, wo die sind. Ich glaube, die sind beide noch da oben. Aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht zu gucken. Okay, der ist weg. Und der hört sich jetzt auch ab. Er kann gerne noch weiter nach unten gehen. Dankeschön. Oh oh. Nein. So. Wo bist du hin? Aber ich find's krass, dass die KI sofort merkt, wo ist der Typ, der hier gerade rumgelaufen ist. Also das hat man, beim ersten Teil hat man, war das schon irgendwo auch drinne. Aber hier haben die das ein bisschen intensiver gemacht. Ist eigentlich ganz cool. Also die haben die KI noch ein bisschen schlauer gemacht. Ist schon nicht schlecht, das muss man schon sagen. Die wissen alle ganz genau, wie sie zu gehen haben. Und sobald einer plötzlich mehr die Route geht, die er eigentlich gehen sollte und einfach überhaupt nicht mehr aufzufinden ist, wird's komisch. Was ja auch verständlich ist. Vor allem, wenn man weiß, dass Emily Caldwin verschwunden ist. So, er hat jetzt auch ab. Die haben aber nichts dabei. Ist da nicht irgendwas drin? Oh, da ist ein Typ drin. Puh.
Befehle von Hauptmann Ramsay an alle Einheiten der Stadtwache auf dem Posten um Dunwall Tower. Zum morgigen Jahrestag empfangen wir Gäste aus dem ganzen Kaiserreich. Die meisten finden sie in ihrer Übersicht, aber es kommt auch ein nicht aufgeführtes Kontingent aus Kanaka. Kurzfristig, aber wichtig. Kein geringerer als der Herzog von Serkonos wird mit einem Gefolge hochrangiger Gästen und exotischer Ausrüstung zu Ehren unserer Kaiserin anreisen. Lassen Sie sie passieren, belästigen Sie sie nicht mit den üblichen sinnlosen Inspektionen. Und wenn Sie die Überraschung verderben, kostet sie das Ihren Kopf. Geben Sie diese Anweisung alle Truppen weiter. Hauptmann Mortimer Ramsay, Erstoffizier Nachtwache. Ja, da haben die sich eindeutig abgesprochen.